glaube, so ziemlich jede Mutter oder jedes Elternteil hat schon mal den Satz entspannte Eltern, entspanntes Kind gehört. Also ich meine, es macht ja auch auf eine Art Sinn, weil man nimmt ja die Emotionen von den Mitmenschen schon wahr. Also wenn mein Mann jetzt mega gestresst ist, dann merke ich das. Und manchmal stresst mich das dann auch. Also wenn ich jetzt als Mutter gestresst bin, ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass mein Kind dann auch gestresst ist. Und weil das halt natürlich ganz schön doof ist, wenn Mütter ihre Babys stressen und am Ende alle nur noch gestresster sind, findet man im Internet und in Büchern extrem viele Tipps, was man als Mutter besser machen kann, damit nicht alle so gestresst sind. Ich habe mir diese Tipps mal angeschaut und sie für euch näher unter die Lupe genommen. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr meine Kanäle abonniert. Sowohl meinen YouTube-Kanal als auch auf TikTok und Instagram. Ich heiße überall Marlies Johanna. Kommen wir zum ersten Fehler, den so viele Mütter machen. Du sagst nie nein und bist nicht spontan genug. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, aber spontan bleiben ist jetzt mit Kind eigentlich nicht so richtig das Problem, weil es ist eher so, dass man immer spontan ist, weil man einfach keine Pläne machen kann. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was geplant habe und mein Kind hat mir keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Problem sind dann wohl eher die Arbeitgeber. Da würde ich mir echt ein bisschen mehr Spontanität wünschen, weil es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, wenn man für 40 Stunden die Woche bezahlt wird, obwohl man das ganze Jahr hochgerechnet vielleicht nur 10 Stunden da war. Im ersten Kita-Jahr sind die meisten Kinder im Durchschnitt 12 bis 14 Mal krank. Das heißt mindestens einmal im Monat. Das heißt, ich brauche wirklich einen sehr spontanen Arbeitgeber, wenn ich meinen Job behalten möchte. Aber Spontanität ist ja auch nicht alles. Hier steht ja noch mehr. Also eigentlich sind das irgendwie zwei Tipps, zwei Fehler in einem, aber einfach mal Nein sagen. Also soll die Mutter streng werden? Dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Kajolios. Hier steht noch weiter. Es kann ein befreiendes Gefühl sein, Nein zu sagen zu Verpflichtungen, die nicht passen. Das Kind geht vor, sagt die Familientherapeutin Gisela Storz. Ach so, also Gisela meint, man soll nicht zum Kind Nein sagen, sondern zu anderen Verpflichtungen, also doch zum Arbeitgeber. Vielleicht sollten wir denen mal Tipps schicken, wie die spontaner werden können. Also ich weiß zumindest nicht, was mit Verpflichtungen sonst noch gemeint sein soll. FreundInnen vielleicht? Wie fällt's ein? Nein zum Haushalt. Sag einfach Nein zum Haushalt. Haushalt einfach Nein sein lassen. Finde ich schwierig. Und ich sage euch auch warum. Ich brauche es, dass es ordentlich ist. Und es hat nichts mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. Mir ist es egal, ob Gisela vorbeikommt und sagt, boah, bei dir ist es aber schmutzig. Das ist mir egal. Ich hasse es, wenn es schmutzig ist. Mir geht es nicht gut. Wenn die Wohnung zu unordentlich ist, dann ist mein Kopf unordentlich. Ich brauche eine ordentliche Umgebung. Das heißt, den Tipp Haushalt, Haushalt sein lassen, kann man auch nur bedingt umsetzen, wenn man nämlich ein Mensch ist, der kein Problem mit Unordnung hat. Aber ich glaube, dass es vielen so geht wie mir, dass sie einfach eine einigermaßen ordentlich, es muss ja nicht wie aus einem Katalog aussehen, aber eine einigermaßen ordentliche und saubere Umgebung brauchen, um sich einfach wohlzufühlen. Aber ich finde tatsächlich trotzdem, dass einfach mal Nein sagen ein guter Tipp ist. Ich kenne nämlich viele Eltern, die über die eigene Grenze gehen, weil das Kind das gerade einfordert. Natürlich sind Kleinkinder und Babys extrem schutzbedürftig und total auf unsere Hilfe und unsere Fürsorge angewiesen. Das ist auch, steht immer außer Frage. Aber das rechtfertigt nicht, dass ich es nicht mal schaffe, tagsüber ein Glas Wasser zu trinken oder was zu essen. Auch wenn du dann ein schreiendes Baby im Arm hast, was eigentlich jetzt gerade gerne bespaßt werden möchte oder keine Lust hat zu sitzen oder was auch immer. Es ist wichtiger, dass du was isst, als dass dein Baby gerade schreit. Aber es kommt eben auch immer ganz krass drauf an, wie du dieses Nein deinem Kind gegenüber kommunizierst. Weil es ist ein Unterschied, ob du Nein sagst, dem Kind aber liebevoll und zugewandt bleibst. Das heißt vielleicht, wenn du nicht mal mehr dazu in der Lage bist, dein Kind zu trösten, einfach einen liebevollen Blick zuwirfst oder einfach mal, keine Ahnung, über den Kopf streichelst oder sonst was. Oder ob du halt sagst Nein und dann bist du halt wütend und dem Kind gegenüber gestresst, weil dein Kind das Nein nicht akzeptiert. Also selbst wenn du zu nicht mehr in der Lage bist als ein liebevoller oder mitleidiger Blick, das ist vollkommen in Ordnung. Bleib deinem Kind zugewandt, kümmere dich kurz um dich selbst, dann hast du wieder Ressourcen. Aus einem leeren Kessel kann niemand schöpfen. Du bist auch ein Mensch und natürlich ist es dann keine optimal gelöste Situation. Aber wenn du dich ausbeutest, hat am Ende dann auch niemand was davon. Und ergänzend dazu finde ich auch wichtig, einfach mal nicht Nein zu sagen. Einfach mal das Kind machen lassen. Wenn das Kind im Schlafanzug raus möchte, okay, go for it. Warum nicht? Schlafanzug ist auch Kleidung. Also ich würde mein Kind jetzt nicht nackt rauslassen, aus Gründen, aber im Schlafanzug. Choose your battles. Überleg dir, wo dein Nein wirklich wichtig ist. Voll oft sagt man auch einfach Nein, ohne dass man es meint, weil man noch darüber diskutieren möchte. Und ich kenne das noch von meiner Mutter. Meine Mutter hat zu allem immer Nein gesagt. Ich habe gesagt, Mama, darf ich? Und sie meinte Nein und hat noch nicht mal gewusst, was ich zu Ende gesagt habe. Und das hat dazu geführt, dass wir ihre Grenze echt so selten respektiert haben, weil sie immer verschoben hat, weil sie nie ein klares Nein gesagt hat. Überlegt euch, welche Neins für euch wichtig sind. Und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dann sagt nicht Nein, sondern sagt sowas wie, erzähl mir mehr.
Oder warum möchtest du das denn machen? Also, damit ihr auch so ein bisschen Zeit bekommt, um über eure Antwort nachzudenken. Okay, ich würde sagen, der erste Tipp war jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand den so zur Hälfte gut. Wir müssen nochmal mit den ArbeitgeberInnen sprechen, damit sie eben mehr Spontanität lernen. Ich meine, sind auch nur Menschen, müssen das halt eben auch üben. Aber ansonsten finde ich, das mit dem Nein kann man ja eigentlich auch umsetzen. Zweiter Fehler, den so viele Mütter machen. Du machst alles alleine. Lies mal vor, was da steht. Es gibt viele Aufgaben im Alltag, die du verteilen kannst. Lass deine Kinder ruhig ein paar Kleinigkeiten machen, wenn sie schon dafür bereit sind. Auch dein Partner kann dir im Haushalt mit unter die Arme greifen. Der kann mit unter die Arme greifen, der Partner, der kann ruhig ein bisschen helfen. Auch ein Mann kann den Abwasch machen, die Wäsche waschen oder das Auch ein Mann... Ein Mann kann den Abwasch machen? Versuche alle mit einzubinden und bald ist es selbstverständlich, dass jeder seinen eigenen Teller in die Küche räumt. Sogar mein Mann kann das. Wo fangen wir denn da an? Aufgaben an die Kinder verteilen ist an sich ein guter Tipp. Haben wir von Anfang an so gemacht. Ich meine, meine Kinder sind 1 und 3. Aber ich muss sagen, unser Großer, wir haben ihn wirklich von Anfang an mit einbezogen. Und mittlerweile ist er beim Kochen sogar wirklich auch schon eine Hilfe. Er räumt sein Zimmer selbst auf. Das ist definitiv ein Tipp, den man mitgeben kann, aber ganz ehrlich, am Anfang macht das überhaupt nichts einfacher, sondern alles nur noch komplizierter. Und wenn du eh schon gestresst bist, brauchst du nicht anfangen, deinem Kind Kochen beizubringen. Ich finde es generell ein bisschen schwierig, dass hier eher so von Helfen die Rede ist. Mein Partner hilft mir nicht im Haushalt, sorry. Ja, mein Mann kann Abwasch machen, das kann jedermann. Und jedermann ist auch dazu in der Lage, seinen eigenen Dreck wegzumachen. Das ist kein Haushalt, den ich führe mit meinen zwei Kindern und meinem erwachsenen Kind, den Mann. Es ist ein Haushalt, den mein Mann und ich mit unseren gemeinsamen Kindern führen. Und da ist mein Mann auch dazu in der Lage, komplett seinen Anteil im Haushalt zu übernehmen und nicht zu helfen. Das Problem ist außerdem sehr, sehr häufig, dass Frauen bzw. Mütter nicht Probleme damit haben, ihre Aufgaben abzugeben, sondern dass zu viele Männer sich darauf ausruhen, dass die Frauen es machen. Stichwort weaponized incompetence. I just feel like you could have been nicer to me. Oh my gosh, well I feel like you could have done 80 more things today than you did. I feel like I woke up and I cleaned our room, I did our bed, I cleaned the sheets, I did the laundry, I put your clothes away, I come in the kitchen, nothing's done. So I do everything, then I make you breakfast, then I get the baby ready, then I get myself ready. And what do, Michael? You just tell me I could have been nicer. Weaponized Inkompetenz ist eine Verhaltensweise, bei der die Partnerin so tut, als ob er sie unfähig wäre, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Diese Weaponized Inkompetenz hängt natürlich mit Geschlechterrollen zusammen. Natürlich ist es kein Zufall, dass ich nicht weiß, wie man Reifen wechselt oder wie unsere Fahrradpumpe funktioniert. Weil männliche Geschlechterrollen Dinge reparieren, Reifen wechseln, bla bla bla. Weibliche Geschlechterrollen Wäsche waschen, putzen, bla bla bla. Also, bestimmte Aufgaben werden einem Geschlecht zugewiesen und das andere Geschlecht ruht sich dann darauf aus. Ganz grundsätzlich ist es auch erstmal gar kein Problem. Das Ding ist einfach Regale aufhängen, kleine Reparaturen am Haus oder Reifen wechseln, was man auch oft in der Werkstatt macht. Sind einfach Kleinigkeiten, die eben nicht so häufig anfallen. Viele Männer berufen sich ja auch darauf, dass sie ja Rasen mähen, Spülmaschine ausräumen, Wäsche waschen, kochen, Kinder organisieren, Kinder pflegen, sich um die Kinder kümmern. Das sind alles Dinge, die täglich anfallen. Ich weiß nicht, was ihr für Zeug auf euren Rasen kippt, aber ich muss nicht täglich meinen Rasen mähen. Ich habe zum Glück auch keinen Rasen. Das ist das Nächste. Es gehen immer so viele Leute davon aus, dass man überhaupt Rasen hat. Wir haben gar keinen Rasen. Die meisten Menschen wohnen in der Wohnung. Hey, you okay if I go take a shower real quick? Yeah, you're good. Okay, so you got the baby, right? Yep. Okay, you said yep, but I don't see you moving or anything. So I'm leaving right now. Yeah, I got it. I feel like something must be lost in translation. I'm not going to be around to watch the baby. I know. I got it. Okay. Do you even know where he is right now? Is he outside? Yeah, he is outside. And I haven't been able to watch him since the start of this conversation, which means he could literally be anywhere. He could be in the road. He could be in the neighbor's pond. Why would he go there? Because he's a kid. Generally, they don't stay where you put them. And I'm concerned because when I tell you that he's solely your responsibility to watch, your first instinct seems to be just to finish working and then maybe we'll find the baby later. Well, what do you want me to do? Like follow right behind him? Yes, he's two. But then I can't get anything done that I want to do. Yeah, welcome to my entire day. Und leider sind eben sehr viele Männer so wie in diesem Video dargestellt. Und ja, das Video wurde sogar von einem Mann dargestellt. Also falls jetzt irgendjemand Männerhass schreit. Zu diesem ganzen Thema Weaponized Inkompetenz hat Mirja Siegel auf ihrem Instagram-Account seitenverkehrt auch einen super krass augenöffnenden Beitrag geteilt. Ich koche Nudeln, als das Baby, das geschlafen hatte, anfängt zu weinen und Milch wollte. Daraufhin sagte ich zu meinem Mann, kannst du bitte nach den Nudeln schauen? Nach 20 Minuten komme ich aus dem Zimmer raus und die Nudeln, jetzt eher Brei, kochen immer noch.
Wieso hast du das Wasser nicht ausgeschüttet, frage ich. Das hast du ja nicht gesagt. Du sagtest nur, ich solle danach schauen. Weiß nicht genau, ob das passt, aber mein Mann kennt nach 8 Jahren Vaterschaft und 3 Kindern nicht den Unterschied zwischen Schlafsack und Schlafanzug und zieht daher teilweise 2 Schlafanzüge übereinander oder ein nacktes Kind im Winter ohne jeglich irgendwas in den Schlafsack. Zudem rät er ständig anderen Vätern, sich besonders doof anzustellen, dann muss man es nicht nochmal machen. Aber das sei ja nur ein lustiger Scherz. Apropos schwanger. Als ich hochschwanger war und das Bad nicht mehr putzen konnte, hat irgendwann meine Schwester das für uns gemacht, weil mein Mann konnte das halt einfach nicht. War mir so unangenehm, aber ein dreckiges Bad ging halt auch nicht. Und gestritten habe ich mit ihm mehr als genug über alles andere. Geholfen hat es wenig. Aktuelles Beispiel. Wir haben seit kurzem ein Baby, sehr süß übrigens, und er kann das Baby abends nicht ins Bett bringen, weil er ja nicht weiß, was er da machen soll. Als ob ich das besser weiß. Ich bin genauso lange Mutter wie er Vater. Steht dann aber nach 30 Minuten Einschlafbegleitversuchen vor mir in der Tür und kommentiert mit Snacks in der Hand, was ich falsch mache. Auch nett. Das waren jetzt aber nur ein paar Berichte, die ich vorgelesen habe. Guckt euch den Link in der Beschreibung an. Es sind super krass viele, es ist super erschreckend. Also was ist jetzt hier genau das Problem? Dass die Frauen einfach nicht loslassen können oder dass die Frauen einfach nicht loslassen können, weil sie die Verantwortung nicht übertragen können, weil der Partner offenbar einfach nicht dazu in der Lage ist. Einfachste, das Überleben sichernde Tätigkeiten auszuführen. Ich glaube, es ist vielen Müttern nicht bewusst, dass sie mit diesem Phänomen nicht alleine sind. Das ist kein Einzelfall, das ist ein strukturelles Problem, was, wie gesagt, mit dieser Aufgabenteilung in Geschlechterrollen zusammenhängt. Ich möchte hier gar nicht mit dem Finger auf die bösen Männer zeigen, weil Fakt ist auf jeden Fall, viele Männer haben das von klein auf nicht gelernt, weil sie eben Jungs sind. Und Mädchen wurde sowas aber beigebracht. Das heißt, Mädchen haben in der Hinsicht oder Frauen haben in der Hinsicht natürlich auch so eine Art Wissensvorsprung, weil sie es eben früher gelernt haben. Außerdem kennen es viele Männer von zu Hause nicht anders. Also ich bin im Westen aufgewachsen und dort war es sehr üblich, dass die Frauen zu Hause geblieben sind, bis die Kinder aus der Schule draußen waren. Meine Mutter war eine der wenigen Mütter, die überhaupt gearbeitet hat. Also Fakt ist auf jeden Fall erstmal, die meisten Männer haben es nicht gelernt, haben außerdem keine Vorbilder und denken deshalb, dass sie es einfach nicht können, weil sie es ja nirgendwo anders sehen, wie gesagt, keine Vorbilder haben und so weiter. Aber das ist Bullshit. Jeder kann das. Also wie schon am Anfang gesagt wurde, dein Mann kann auch einen Teller abwaschen. Ja, kann er wirklich. Männer können Windeln wechseln und ja, Frauen können Reifen wechseln. Man muss es nur lernen. Ich finde das super wichtig und ich finde, hier ist es aber auch ein bisschen die Verantwortung von den Frauen, die Männer dann auch mal machen zu lassen. Hey babe, I think you've been forgetting to wash some of my stuff. Yeah, I didn't forget. Yeah, it's been dirty for the last couple days. Yeah, I stopped putting it in the dishwasher. You did what? I stopped washing it. What are you talking about? Remember a month ago when I said I felt neglected and abandoned when it came to the mutual chores, especially the dishes? Maybe. And you admitted that you forget about them every night and then you wash a few dishes for me and then you want a pat on the back for helping me, which is not only incorrect, but incredibly disrespectful. I just don't understand. Well, I said that if nothing changed, I wasn't gonna wash your dishes anymore. And then you said that you would do better, but just like all the other times, you change for about 24 hours and then it's back to the old habits. Weil, kommen wir zum zweiten Punkt, Mental Load. Mental Load bezeichnet vorrangig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Viele Frauen müssen immer erstmal sagen, was zu tun ist. Bringst du bitte den Müll raus? Putzt du bitte das Badezimmer? Hebst du bitte deine Socken auf? Denkst du dran, dass wir noch ein Geschenk für den Kindergeburtstag brauchen? Dabei ist das Dran-Denken für viele das größte Problem. Um die Aufgabe auszuführen, das heißt zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, braucht man einfach nur zeitliche Kapazitäten. Das heißt, man muss genug Zeit haben, um irgendwo hinzufahren, um dann dieses Geschenk zu kaufen und man fährt wieder nach Hause. Bis dahin muss man aber ständig dran denken, damit man es ja nicht vergisst. Außerdem muss man ja auch alles organisieren, damit man überhaupt dazu kommt, diese Aufgabe auszuführen. Das heißt, mein Kind bekommt eine Einladung vom Kindergeburtstag. Also erstens muss ich mein Kind erstmal daran erinnern, dass es mir die Einladung bitte gibt. Dann muss ich dazu sagen, dann muss ich das Datum irgendwie frei halten. Dann muss ich gucken, wie lange es noch bis dahin ist. Dann telefoniere ich am besten mit der Mutter, um herauszufinden, was sich das Kind eigentlich zum Geburtstag wünscht. Ich möchte ja auch nicht, dass es irgendwie was bekommt, was es schon hat. Dann muss ich mir überlegen, wo ich dieses Geschenk finde und wann ich es am besten kaufen kann. Wenn diese ganzen Vorüberlegungen erledigt sind, gehen die meisten Frauen zu ihren Männern und sagen, hier kannst du bitte die und die Puppe da und da kaufen, wir brauchen sie dann und dann. Aber dabei bleibt es nicht. Viele erinnern ihren Mann dann auch noch immer wieder daran, dass sie dieses Geschenk kaufen sollen und fragen nach, ob er es gekauft hat. Und im besten Fall vergisst er es dann auch noch zu kaufen und sie kaufen es dann auch noch selber. Ob diese Aufgabenteilung jemals gerecht war,
steht hier außer Debatte. Heutzutage ist sie es nicht mehr. Einen Haushalt führt man immer zusammen. Wer Dreck macht, kann den Dreck auch wegmachen. Was würdest du tun, Thomas, wenn du alleine wohnen würdest? Wer würde dann bei dir aufräumen? Ich hoffe nicht, dass du deine Mutter dann anrufst. Also dann tust du mir leid. Das heißt aber auch, wenn dein Mann tatsächlich dazu bereit ist, Aufgaben zu übernehmen, dann muss er das komplett tun. Von der Planung bis zur Ausführung und bei Nichtausführung muss auch dein Partner dann versuchen, eine Lösung zu finden, dass er es verkackt hat. Das hat nichts mit ins Messer laufen lassen zu tun. Wenn ich vergesse, für den Kindergeburtstag von Christina ein Geschenk zu kaufen, dann macht ja auch niemand den Vater dafür verantwortlich, dass er mich ins Messer laufen lässt, weil er mich nicht dran erinnert hat. Wenn man so ein Szenario mal umdreht, merkt man erst, wie krass man diese geschlechterspezifischen Aufgabenverteilungen verinnerlicht hat, oder? Natürlich ist es was anderes, wenn mein Partner mir sagt, hey, ich schaffe das nicht, das zu kaufen, kannst du das bitte für mich machen? Oder wenn du merkst, oh, mein Partner ist gerade komplett überlastet, ich frage ihn lieber, ob ich ihm was abnehmen kann. Aber wenn ich eine Aufgabenausführung verkacke, dann ist es erstmal meine Schuld und mein Problem und ich muss eine Lösung dafür finden und ich lasse hier niemanden ins Messer laufen. So viel dazu. Dazu braucht man aber natürlich erstmal einen Mann, der auch dazu bereit ist, das alles mitzumachen, über sich hinauszuwachsen, seine eigenen Geschlechterrollen zu hinterfragen und nicht aggressiv wird, weil er denkt, wir Männer sind immer an allem schuld. Natürlich sollte man sich vorher überlegen, mit welchem Mann man Kinder bekommt. Man kann das aber nicht immer unbedingt planen. Und mit was für Menschen man zusammen ist, bekommen viele auch erst dann mit, wenn wirklich Kinder da sind, weil sich da nochmal ganz andere Seiten an einem Menschen einfach zeigen, weil es eben extreme Belastungssituationen sind. Und ich finde es an der Stelle auch ein bisschen unfair, den Müttern dann quasi zuzulasten, dass sie sich diesen Mann ausgesucht haben. Und es ist auch unfair, Mütter zu unterstellen, dass sie einfach ein Problem damit haben, Aufgaben abzugeben und deshalb so gestresst sind, weil viele Mütter würden sehr gerne sehr viele Aufgaben abgeben, haben aber einfach keine Möglichkeiten dazu. Wenn dann das soziale Auffangnetz fehlt, dann wird es noch schwerer. Viele Eltern haben zum Beispiel nicht die Großeltern um die Ecke und können die Kinder dann immer da abgeben. Und das ist ein krasses Privileg, wenn man die Möglichkeit hat, die Kinder immer mal wieder abzugeben. Dazu kommt, dass viele Frauen dann auch noch scharfe Kritik dafür kassieren, dass sie ihre Kinder zu früh in die Betreuung geben oder der Haushalt nicht perfekt ist und so weiter und so fort. Und auch solche Dinge wie Babysitter oder Haushaltshilfe muss man sich eben erstmal leisten können. Also es ist eine ganz krasse Sache von Privilegien, wie man da mit diesem Aufgabenabgeben einfach aufgestellt ist. Also ja, Aufgaben abgeben hilft auf jeden Fall, wenn man dieses Privileg hat, welche abgeben zu können. Kommen wir zum dritten Fehler. Du nimmst keine fremde Hilfe an. Das wäre jetzt ja auch Part vom Aufgaben abgeben. Ich meine, wenn dir jemand Hilfe anbietet, dann kannst du ja was abgeben. Also wenn das nächste Mal dein Nachbar bei dir klingelt und sagt, hey, du siehst ganz schön gestresst aus, soll ich mal deine Wohnung durchsaugen? Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Dann sag einfach ja. Hat dein Nachbar noch nicht gemacht. Es ist gar nicht so falsch, dass es Menschen unabhängig vom Geschlecht manchmal ganz schön schwer fällt, Hilfe anzunehmen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass viele Hilfe einfach nur aus Höflichkeit anbieten, ohne es wirklich so zu meinen. Also sie sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, aber rechnen eigentlich damit, dass du diese Hilfe ablehnst, weil sie wollen auch gar keine Hilfe anbieten, sie wollen einfach nur, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Viele Menschen, die Eltern Hilfe anbieten, bieten dann eben an, das Kind mal für eine Stunde zu nehmen. Was an sich auch gar nicht schlecht ist. Manchmal hat man ja auch wirklich das Bedürfnis, ein bisschen Abstand zum Kind zu bekommen. Ich kann hier natürlich wieder nur von mir sprechen, aber ich persönlich habe Kinder bekommen, weil ich tatsächlich auch gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Und ich muss sagen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen ist auch super entspannt, wenn ich eben nur das tun muss. Wenn ich aber den ganzen Tag versuche, irgendwie alle Aufgaben unter einen Hut zu bekommen, nebenbei arbeite, nachts die Wäsche mache, durchsauge und vorkoche für den nächsten Tag, ist es kein Wunder, dass ich dann gestresst bin. Ich weiß, dass es für viele Außenstehende naheliegender ist anzubieten, hey, ich kümmere mich um dein Kind, als zu sagen, hey, ich gehe gleich einkaufen, soll ich dir für deinen Wocheneinkauf noch was mitbringen? Aber Fakt ist, viele nehmen diese Hilfe in Form von Babysitting eben einfach nicht so gerne ständig an, weil sie ja schon den halben Tag von ihren Kindern getrennt waren, als sie eben gearbeitet haben und dann eben auch noch Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Und man kann sein Baby oder Kleinkind ja auch nicht einfach irgendeiner Person mitgeben. Also kann man schon, aber ich persönlich würde es nicht machen, nur weil die Person anbietet, dass sie eben jetzt auf das Kind aufpasst. Also mir ist es dann auch wichtig, dass mein Kind eine Bindung zu dieser Person hat und sich dort auch einfach wohlfühlt. Also falls sich das hier gerade kinderlose Menschen anschauen, die sich fragen, wie sie ihre befreundeten Eltern am besten unterstützen können, geht mal zum Staubsaugen vorbei, faltet die Wäsche, wenn ihr da seid, oder
bringt ihnen eine warme Mahlzeit vorbei. Aber hier gilt es dann auch für die Eltern. Wenn deine kinderlosen Freunde dich in der Art und Weise unterstützen, dass sie dein Badezimmer putzen, dann sehe es nicht als Kritik an deiner Persönlichkeit, dass du nicht alles alleine schaffst, sondern sehe es auch einfach nur als Hilfe. Es ist kein eigenes Versagen, Hilfe anzunehmen oder auf Hilfe angewiesen zu sein oder sonst irgendwas. Nur dazu muss dann diese Art von Hilfe eben auch einfach angeboten werden. Achso, und ich finde auch zu sagen, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ist kein echtes Hilfsangebot. Weil meistens sagt man dann Bescheid, aber die Person hat ja noch ein eigenes Leben. Und dann, wenn man eben schon diesen Mut hat, Bescheid zu sagen, dass man Hilfe braucht, sagt die Person, nee, du, sorry, da habe ich einen Termin. Was ja auch voll okay ist, weil die Person hat ein eigenes Leben, aber was ja dann auch nicht hilft. Ein echtes Hilfsangebot wäre sowas wie, ich habe Donnerstag noch nicht vor, soll ich vorbeikommen und deine Wäsche waschen? Eine Freundin von mir hat mich zum Beispiel vor kurzem angerufen und meinte, hey, ich bin am Dienstag mit meinem Hund beim Tierarzt und an eurem Kühlschrank hing doch ein Zettel, dass euer Hund geimpft werden muss. Ich dachte mir jetzt, ich könnte doch eigentlich euren Hund mitnehmen, wenn ich mit meinem Hund sowieso zum Tierarzt gehe, dann kann euer Hund geimpft werden und ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern. Das ist ein echtes Hilfsangebot. Fehler 4! Du tust zu wenig für dich selbst. Der Alltag ist schwer genug. Das merkt man erst, wenn man selbst Kinder hat und jede Menge Aufgaben zu koordinieren sind. Vom Kinderarzt über Kindergarten, Haushalt, Arbeitsstress. Da ist es wichtig, Ausgleich zu haben. Wenn du Lust hast, verfolge ein Hobby. Wenn nicht, überleg dir, was dich sonst ausgleicht. Ja, Ausgleich ist so wichtig. Aber was mache ich denn mit meinen Kindern, währenddem ich im Turnverein bin? Ein Hobby, also Zeit für sich selbst zu nehmen, ist super wichtig. Das Problem ist, dass viele Mütter das tatsächlich einfach nicht realisieren können, weil sie jede Minute, die ihr Kind in Betreuung ist, arbeiten müssen. Was ich hier mitgeben kann, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel nur Teilzeit arbeitest oder nur 30 Stunden die Woche, dann hol dein Kind eine halbe Stunde später vom Kindergarten ab. Fahr nach Hause, trink einen Kaffee und dann holst du erst dein Kind ab. Mach's einfach. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Aber das ist halt ein Privileg, weil nicht jeder kann es sich leisten, nur 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Also dieses, du tust zu wenig für dich selbst, ist halt auch einfach mit Privilegien verbunden. Das ist einfach eine Tatsache. Du musst einfach jemanden haben, der sich um deine Kinder kümmert. Was bedeutet, du hast entweder Geld für einen Babysitter, du hast Großeltern in der Nähe, du hast einen gleichberechtigten Partner, der auch die Zeit hat, das überhaupt zu machen, nicht zum Beispiel in Schichtarbeit arbeitet. Oder ja, du hast generell einen Partner, bist nicht alleinerziehend. Außerdem musst du genug Geld haben. Du musst entweder genug Geld haben, um den Babysitter zu leisten, oder du musst genug Geld haben, um die Zeit zu haben, während deine Kinder in Betreuung sind, einem Hobby nachzugehen. Das darfst du dann aber niemandem erzählen, also dass du die Zeit, währenddem deine Kinder in Betreuung sind, auch ein Hobby nachgehst, weil dann wirst du gesellschaftlich geächtet, ist klar. Also was will ich damit sagen? Wenn du die Möglichkeit hast, kannst, sollst, darfst du auf jeden Fall Zeit für dich nehmen. Aber es ist nicht deine Schuld, wenn du das nicht hinkriegst. Kommen wir zum letzten Fehler, den so viele Mütter falsch machen. Du hast das falsche Mindset. Ich kriege bei dieser Aussage direkt Puls. Das ist so, wie wenn man Menschen mit Depressionen sagt, ey, du gehst halt auch nicht genug spazieren und lächel doch mal. Ein Lächeln wirkt Wunder. Ich fange an zu lesen und was steht da? Geh mit einem Lächeln durch den Tag. Der beste Tipp überhaupt. Diese Aussage hört man oft. Ja, es hilft wirklich. Die positive Einstellung und ein Lächeln helfen dir, keinen Stress aufkommen zu lassen und die Dinge anders zu sehen. Ist man schon im Vorhinein negativ eingestellt oder schlecht gelaunt, ist es normal, dass der ganze Tag auch schlecht läuft. Denk, wenn dein Kind morgens schon um 4.30 Uhr aufwacht, nicht puh, das wird ein Tag werden, sondern nimm es positiv. Wie man Elternschaft oder Mutterschaft empfindet, hängt so krass mit Privilegien zusammen. Also zum einen, und ich denke, das konnten viele bis hierhin dann auch mitnehmen, hängt es super viel damit zusammen, wie man finanziell überhaupt dasteht. Weil am Ende des Tages bringt es meinen Kindern halt kein Essen auf den Tisch, nur weil ich genug gelächelt habe. Dass Menschen mit Existenzsorgen generell anfälliger für Stress sind, ist ja kein Zufall. Natürlich kann man sich mit Geld kein Glück kaufen, aber mit Geld lebt es sich schon ganz anders. Als wir unser erstes Kind bekommen haben, hatten wir gar nichts. Wir haben noch in einer WG gewohnt, wir haben wirklich jeden Cent umgedreht. Natürlich war das ein ganz anderes Leben als das, was wir jetzt haben. Unsere Kinder haben neue Klamotten gebraucht und ich bin einfach in den Laden gegangen, habe geholt, was wir gebraucht haben, habe nicht auf die Preise geachtet und habe das bezahlt. Und es war so ein krass heftiges Gefühl, dass ich wusste, egal was da jetzt auf mich zukommt, egal welcher Betrag, ich werde genug Geld haben, um das zu bezahlen. Und mir wurde einfach so deutlich, was das für ein anderes Lebensgefühl ist, wenn man eben mal weiß, ach, das Geld ist jetzt einfach mal da. Und ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich es mir leisten kann, dass mein Kind jetzt wieder wächst. Und natürlich ist es dann auch eine ganz andere Lebensqualität und dadurch ist man natürlich auch weniger gestresst. Das heißt nicht, dass man
nur weil man unter der Armutsgrenze ist, unbedingt gestresst sein muss. Natürlich gibt es auch Menschen, die arm sind und nicht gestresst sind, und es gibt auch Menschen, die finanziell gut dastehen und gestresst sind. Es ist eben nur einfach eine Bedingung, die es einfacher macht, nicht gestresst zu sein. Generell kommt dieses positive Mindset auch stark auf den Bildungsstand an, nämlich dass man zum Beispiel weiß, dass man als Frau und Mutter bestimmte Probleme hat, weil sie strukturell bedingt sind und nicht, weil man selber daran Schuld hat. Es macht einen krassen Unterschied, ob ich weiß, dass mein Mann sich vielleicht zu wenig in Haushalt und Kindererziehung einbringt, weil das strukturelle Gründe hat, nämlich die Diskriminierung von Frauen, und dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin und dass es tatsächlich eine Lösung für dieses Problem gibt, oder dass ich denke, ach, mein Mann ist einfach so, und vielleicht zusätzlich noch denke, naja, ich habe aber auch Probleme damit, Aufgaben abzugeben, obwohl ich einen Mann da sitzen habe, der eben Aufgaben auch nicht korrekt übernimmt, also weaponized Inkompetenz. Oder dass ich denke, hey, mein Mann übernimmt doch schon so viele Aufgaben, mir der Begriff Mental Load aber nichts sagt und ich nicht weiß, dass ich eigentlich die ganze Denkarbeit mache und mein Mann eben nur die Aufgaben ausführt, was eben auch einen Unterschied macht und dann einfach keine gerechte Aufteilung ist. Und wenn du natürlich von deinem Partner komplett alleine gelassen wirst, ist es auch kein Wunder, dass du dann kein positives Mindset haben kannst, weil du einfach komplett am Ende bist mit den Nerven. Nächster Punkt, dein Kind. Es kommt so krass drauf an, was für ein Kind du hast, weil, sag mal, hab doch einfach ein positives Mindset zu einer Frau mit einem Schreibaby. Der Verhaltens- und Persönlichkeitsforscher Jerome Kagan hat herausgefunden, dass man Menschen in drei Grundpersönlichkeitstypen einteilen kann, nämlich High Reactives, Low Reactives und die dazwischen. Circa 40% aller Babys sind Low Reactives, das heißt, sie reagieren nicht stark auf Reize und können diese außerdem noch sehr gut selbst verarbeiten, also sich sehr gut selbst regulieren. Das sind die Babys, die problemlos immer und überall einschlafen, nie im Kinderwagen schreien und die man einfach auf eine Spieledecke legen kann und die dort zufrieden spielen. Wenn ihr euch fragt, welche Mütter in eurem Umfeld regulationsstarke Kinder haben, das sind die Mütter, die euch den Tipp geblieben haben, doch einfach mal positiv zu denken, weil entspannte Eltern entspanntes Kind. Eine Mutter mit einem High Reactive Baby, also einem High Need oder Schreibaby, würde nämlich niemals auf die Idee kommen, dir zu sagen, dass es deine Schuld ist, dass dein Baby gerade schreit. High Reactives verarbeiten Reize nur sehr schwer, sind extrem reizoffen, nehmen also super viele Reize wahr und brauchen zur Regulierung dann viel Körperkontakt. Und weil sie eben so schnell so krass reizüberflutet sind, äußern kleine Babys das eben auch mit vielen und langen Schreiphasen, die sie eben brauchen, um ihre Reize auch zu verarbeiten. Einer Mutter, deren Baby gerade seit 4 Stunden am Stück durchschreit, zu sagen, entspannte Eltern, entspanntes Kind, kann dieser Satz ganz schön krass wehtun. Und ja, wahrscheinlich würde es die Situation tatsächlich ein bisschen entschärfen, wenn ich selbst entspannt und gelassen wäre. Aber wie zur Hölle soll man nach 4 Stunden in dieser Geräuschkulisse noch entspannt sein? Und wenn mein Baby die ganze Nacht durchgeschrien hat, dann habe ich das gute Recht, um 4.30 Uhr aufzustehen und zu sagen, das wird ein Scheißtag. Ich muss kein positives Mindset haben. Warum darf man nicht auch mal schlecht gelaunt sein? Es hat auch sowas von, negative Gefühle sind nicht valide oder haben keine Daseinsberechtigung. Es wird auch immer so getan, als ob Mutterschaft und Elternschaft sowas ist, wofür man unendlich dankbar sein muss. Und egal, was passiert, wenn das Kind einen anlächelt, ist alles wieder gut. Nee, es darf auch einfach mal schlecht sein. Man darf sich auch einfach mal beschweren. Es ist auch einfach mal okay, dass sich nicht alles mit Liebe aufwiegen lässt und dass man einfach auch manchmal mit den Nerven am Ende ist. Es ist okay. Ich möchte das mit dem positiven Mindset jetzt aber auch nicht komplett zerreden, weil natürlich ist da auch was Wahres dran. Es ist definitiv einfacher, mit einem positiven Mindset auch positive Dinge zu erzeugen. Wenn ich zum Beispiel durch den Tag gehe und mir denke, boah, heute läuft alles krass für mich, dann fällt mir auch sowas auf wie, ah, ich habe jetzt 3 grüne Ampeln hintereinander gehabt. Und wenn ich vielleicht nicht mit dieser Einstellung durch die Welt gehe, dann fällt mir nicht auf, dass ich 3 grüne Ampeln hintereinander gehabt habe. Also es lenkt den Fokus schon um, aber trotzdem, wenn man kein positives Mindset haben kann, dann kann man es eben gerade nicht. Das ist auch okay. Mein Problem mit diesen ganzen Tipps und Tricks, um Muttersein irgendwie zu optimieren und eine bessere Mutter zu werden, ist, dass es ziemlich offensichtlich ein Symptom gibt, nämlich die gestresste Mutter. Und anstatt mal an dieser Ursache für dieses Problem zu forschen, wird den Müttern gesagt, naja, ihr seid halt nicht selbst optimiert genug. Und es ist schon auch eure Schuld, dass ihr jetzt gestresst seid. Also ihr wird gesagt, was sie alles falsch macht und welche Tipps sie bitte umsetzen soll, damit sie dann doch in dieses Bild von der Gesellschaft passt, von einer fröhlichen Mutter, die immer perfekt handelt, einen perfekten Haushalt hat und ja, immer für Harmonie sorgt. Wenn etwas in unserer Gesellschaft die Menschen kaputt macht und es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass es am System liegt, nehmen wir zum Beispiel auch die 40 Stunden Arbeitswoche, dann wird immer so getan, als ob der einzelne Mensch das Problem wäre. Und auch wenn alle Menschen ein Problem mit dieser 40-Stunden-Arbeitswoche haben, oder sagen wir 80% der Menschen, wird trotzdem so getan, als ob jeder Einzelne
das Problem wäre. Dich macht es kaputt, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Aber was machst denn du eigentlich in den 2 Stunden Freizeit am Tag? Ach, du ruhst dich aus. Du sitzt auf der Couch. Nee, das geht nicht. Du musst Sport machen und zwar in der frischen Luft und zwar jeden Tag. Außerdem musst du genug Wasser trinken. Das liebe ich auch an Deutschland. Oh, ich habe ein Problem. Ja, du musst halt auch genug Wasser trinken. Du trinkst nicht genug Wasser. Und dieser Optimierungsdrang wird dann eben einfach auf Mütter übertragen. Und wie gesagt, ich finde diese Tipps und Tricks an sich gar nicht so schlecht. Die sind schon hilfreich. Aber warum erklärt man Müttern nicht, woher es kommt, dass sie sich überhaupt so fühlen, wie sie fühlen? Warum tut man so, als ob jede einzelne Mutter selbst schuld an ihrer Situation wäre? Weil Mütter sind halt mit diesem Problem nicht alleine. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, dass 90% der Mütter gestresst und überlastet sind. Und das ist auch kein neues Phänomen. Und wenn man weiß, dass man mit diesem Problem nicht alleine ist, sondern dass es was Strukturelles ist, dass es alle betrifft, dann kann man anfangen, sich zu solidarisieren und sich gemeinsam für eine Lösung stark machen. Ein anderes Phänomen von diesem Optimierungsdrang ist nämlich, dass Mütter sich gegenseitig so stark kritisieren und immer wieder runtermachen, weil sie mit ihren eigenen Entscheidungen so krass unsicher sind, dass sie sich quasi selbst legitimieren, indem sie andere für ihre Entscheidungen niedermachen. Aber hey, jeder Mensch ist individuell und jede Familie ist individuell. Das heißt, ich kann eine Entscheidung treffen, die für unsere Familie richtig ist, die für deine Familie komplett falsch wäre. Warum sollte es nur einen richtigen Lebensweg für alle geben? Das ist total unrealistisch. Wenn du weißt, dass die Probleme, die du hast, nicht damit zusammenhängen, dass du selbst nicht gut genug bist, hast du es nicht nötig, dich selbst aufzuwerten, indem du andere abwertest. Ich möchte euch zum Abschluss noch was aus diesem Buch vorlesen. Das ist ein Zitat aus einem anderen Buch, das ich nicht da habe. Menschen, die keinerlei Anerkennung von außen erhalten, können Versagensängste und Schuldgefühle oft nur kompensieren, indem sie versuchen, sich selbst aufzuwerten. Da es aber keine Aufwertung durch gesellschaftliche Anerkennung oder Lob für Mütter gibt, bleibt ihnen nur eine Möglichkeit, sich selbst aufzuwerten und besser zu fühlen, indem sie andere abwerten. Hier, das ist nochmal das Buch. Informiert euch darüber, ob eure Probleme Einzelprobleme sind oder ob sie ein strukturelles Problem sind. Das heißt, bei den meisten Müttern auftreten und wenn ihr herausfindet, dass es ein strukturelles Problem ist, solidarisiert euch. Kämpft dafür, dass es besser wird. Kämpft dafür, dass Eltern Sichtbarkeit bekommen. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Video mitnehmen. Es war, wahrscheinlich konntet ihr zu viel mitnehmen. Wahrscheinlich ist dieses Video mal wieder viel zu lang geworden, aber es hat mir echt Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr findet auch einen Weg, für euch selbst zu sorgen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Privileg. Vielleicht, indem ihr eure kinderlosen Freunde mobilisiert, die jetzt bei euch vorbeikommen und Wäsche machen, keine Ahnung was. Kommentiert mal gerne, was solche Tipps oder Fehler bei euch auslösen, wie ihr euch damit fühlt und ob euch vielleicht auch der ein oder andere Tipp wirklich schon geholfen hat. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.